Willkommen zurück bei Rise. Und nochmal ein kleines Entschuldigung hier, dafür, dass die ersten drei Teile zu laut waren. Ich hoffe, ich habe das jetzt besser umgesetzt. Und will aber jetzt auch nicht ganz lange drum herum reden, sondern mich direkt wieder in den Kampf stürzen, beziehungsweise in die Spezialaufgabe, den König zu finden von den Barbaren. Und dafür schickt man uns ganz alleine. Mehr braucht es ja auch nicht, außer Maximus. Ihr habt gehört, was Boudica gesagt hat. Wir spähen, wir legen Fallen, wir bleiben wachsam. Wir haben zahllose Sichtungen von Römern in diesem Gebiet. Sie haben ihren General verloren und wollen ihn zurück. Wenn ihr was hört, irgendwas, schlagt Alarm. Noch Fragen? Wie spät ist es? Halt die Schnauze, Keenan. Du nimmst den westlichen Pfad. Kontrolliere die Fallen. Die Nägel müssen bei der kleinsten Bewegung lossausen. Verstanden. Was haben wir denn da? Bringen wir sie mal zum Schweigen. Irgendwas. Stirb, Römer, stirb! Na. Nur noch wir beide. Richtig. Ach, wir haben ja noch die starken Angriffe. Hier muss es von Barbaren nur so wimmeln. Wahrscheinlich. Verdammt nochmal, sieht das gut aus, ey. Nur das kriegen sie wieder nicht gut hin. Also die Wassereffekte, die gehen so. Hier kann ich nicht herüber. Heißt? Was? Ach, übers Wasser kannst du nicht hinüber. Kannst du da hoch? Nee. Durch den Pfad. Was ist das? Irgendwas Barbarisches. Götter, welch Schicksal droht mir? Durch Fallen oder Strangulierung? Sieht ja schön aus hier. Ja, die waren halt alle kein Maximus, ne? Das müssen die Überreste der 4. Legion sein. Drücke A zum Abwehren, wegen den Fallen. Oh, wunderschön, kommen also Fallen noch dazu. Das wird dann mit Sicherheit nicht die letzte geblieben sein. Das heißt, wir bewegen uns mal vorsichtig hier hindurch. Schnell. Ja, Fokus können wir nicht benutzen, weil die Anzeige nicht voll ist. Deswegen, ich versuche gerade die ganze Zeit Fokus zu machen. Heute stirbst du. Streng dich an.
Wo bist du denn her? Er ist verdammt schnell. Stell dich deinem Tod. Wie krieg ich dich? Ja, komm her. Zwei Treffer gerade mal. Oh, ist der schnell. Ich krieg ihn auf gar keinen Fall mit den Speeren schlagen. Aber so. Puh. Also nur oft genug ausweichen und dann ein, zwei Schläge. Und auf die Fallen aufpassen. Und hier schon den Weg. Geiler Schockmoment, ey. Können wir uns den Weg jetzt hier aussuchen? Dann lieber den höheren Weg. Bodika lässt uns hier draußen nach Schatten jagen. Du bist auf Waldpatrouille, weil du ein Depp bist. Ja, wir beide. Hierher kommt keine Legion. Wir haben einen. Ach, ich dachte, ich kann mich anschleichen. Torio, das gibt eine Mordstrophäe. Komm schon, Römer. Du Hund. Nehme ich auch. Da war der Busch im Weg. Ich glaube, ich muss mal auf Gesundheit stellen für die Regeneration. Ja, ganz genau. Und mir die jetzt auch mal holen. Und den holen wir uns. Und tschüss. Du Flinker. Du machst es. Oh, was war das denn? Bleib stehen und stell dich mir. Weg mit dir, barbaren Volk. Kein Pardon. Na, mit dir auch nicht. Oh, zwei von denen. Will dich deinem. Gesundheit brauchen wir nicht mehr. Fokus hätte ich gerne. Heute stirbst du. Huh. Huh, kommt her. Drei von euch. Mehr habt ihr nicht? Ab mit dem Arm. Und weg mit dir. Ich
Ach, so ein Schneller. Müssen wir jetzt wieder was machen. Blocken, blocken, blocken. Angreifen, angreifen, angreifen. Dann lassen wir ihn kommen. Bleib stehen und stell dich mir! Ah, ausweichen, weil er rot war. Ihr wollt mich aufhalten. Da müsst ihr schon mehr schicken. Rechts oder links? Mein Gott, das ist ja hier wie... wie bei einem... ja. Es lohnt sich ja schon ein zweites Mal durchzuspielen. Was war auf dem anderen Weg? Hab gehört, eine Legion wäre auf dem Weg zum Aquädukt. Mal sehen, wie sie an den ganzen Bogenschützen da vorbeikommen wollen. Also bewachen wir diesen Pfad, um sicherzustellen, dass kein Römer vorbeischleicht. Wird sicher keine Armee durch den Wald wandern. Ich gehe zurück zum Aquädukt, um Boudica zu unterstützen. In Ordnung? Geht klar. Warten wir mal, bis der weg ist. Hallo, und sagen dann Hallo. Ganz allein? Wie viel Wo haben wir denn? Versteckt sich deine Legion? Sag ich dir ganz sicher nicht. Ups. Und tschüss. Bleibst nur noch du übrig. Was mache ich denn mit dir? Man sich ja gar nicht dran satt sehen an den Animationen. Ah, ein Schneller und zwei Blocker. Machen wir erst den Schnellen weg? Knopf erwischt. Macht nix. Ich krieg dich trotzdem. Heute stirbst du. Das sehen wir ja. Wer heute stirbt. Dein Leben abschauen. Ja. Oh, wo ist denn dein Schild jetzt? Hier sind mehr von denen als erwartet. Ich mach mich besser auf zum Aquädukt. Da ist es. Da hinten rennt jemand. Den Baum kommen wir drüber über den Fluss. Hier lang! Ihre Legionen nähern sich! Stellt eure Bogenschützen an der Straße auf und schießt auf meinen Befehl! Eine Frau? Hier muss ein Weg nach oben sein. Nee. Wirklich? Oh, schön.
kann ich denn mit der Kiste machen? Ach. Ja, ich mach da nichts. Umschmeißen. Ach, und wir fahren damit hoch. Weiter gibt's nicht. Ein Speer. Nutzen wir den für den da oben? Oder den da hinten? Wir beide halt uns weg, gegenseitig weggehauen. Mit dem nächsten Fokus hole ich mir wieder Lebensenergie zurück. Nimm mal den Pfeil aus dir raus, da. Vielleicht lesen wir die Schriftrollen nicht. Schon mal ein leuchtendes Fass. Und unsere Freunde. Nee, wo sind eure Schilder? Verdammt, und wir haben keinen Pfeil oder sowas jetzt. Dann springen wir hier mal runter. Du sollst die Pfeile nehmen. Und nicht mit deinem Schwert rumschlagen. Genau. Immer anzünden. Müssen wir ausweichen. Ah. Wir fast besser in den Nahkampf gehen. Ich wenigstens noch eine. Bisschen Lebensenergie. Kämpfe mehr! Ja, die Ballista wird gleich zum Schweigen gebracht. Er wird dein letztes Opfer sein! Ah, falsch erwischt. Die einfachen Bogenschützen sind kein Problem. Ab mit dem Arm und rein mit dem Schild. Die Ballista ist doch hier weg. Wir müssen die da oben noch erwischen. Wie kommen wir da hin? Die Leiter. Schnell. Ah, ich sehe rechts oben die Gesundheit der Römer. Das müsste unsere Probleme wieder lösen. Selber benutzen oder so für irgendwas? Muss ich irgendwas damit machen? Der Weg ist frei! Vorrücken! Ihr hattet eure Chance! Und jetzt erst recht nicht. Ja!
sollte eigentlich ein Schildblock kommen. Du lachst? Na, dann komm her, zeig, was du kannst. Von mir aus auch mit einem Freund. Ergib dich oder sterb! Ich hab dich in Stücke! Oder ich dich. Wunderschön. Noch ein Aufzug. Ja, jetzt wissen wir auch, wie der funktioniert. Nur das hier runter. Und einmal durch die Decke, bitte. Mal kurz die Aussicht genießen. Wir haben ja Zeit. Wir können sogar da unten uns was angucken. Die Römer, wie sie verletzt sind, wie sie laufen. Wie sie von Pfeilen getroffen werden. Das geht ja gar nicht. Ein kleines Briefchen. Brüder. Wer bist du denn? Der gehört mir. Okay, ich stimme deine Abwehr zeitlich ab, um eine Öffnung in ihrer Deckung zu finden. Schnelle Kombos mit heftigen Angriffen. Heftige Angriffen sind wir normalerweise mit Rollen ausgewichen. Okay. Du hättest nie herkommen sollen. Jetzt wirst du hier sterben. Ja. Ich bemitleide dich. Ihr habt euren Eid gegenüber Rom gebrochen. Für die Unschuldige. Frauen und Kinder. Und wieso kriege ich dich denn nicht, wenn ich alles blocke? Und wie glaubst du, wurde euer Reich errichtet? Wir haben euch nicht gebeten, hierher zu kommen. Das interessiert dich also gar nicht. Ich werde alles tun. Um mein Volk zu schützen. Okay, und sie blockt auch noch wunderbar alles. Ja, aber das hast du nicht geblockt. Sie durch? Glaube ich ja gar nicht. Was? Schmeckt dir mein Schild im Gesicht nicht? Das ist eine mögliche Idee. Blocken. Ah. Und dann mit dem Schwert arbeiten. Die Rolle kam ein bisschen zu spät. Hatten wir gleich die Idee? Na, was machen wir denn hier, ey? Blocken, 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 ausweichen. Schild, Schwert, Schwert. Genau die Reihenfolge. Da war ich schon im Blockmodus. Das wird eine knappe Sache hier. Wachen. Ja, genau. Gib mir deine Waffen zum Vernaschen.
Was meint er denn? Schläft noch ein bisschen. Mal ein bisschen Gesundheit uns holen. Wobei, wir können auch einfach so machen. Und dem ein bisschen Gesundheit. Und bei dem anderen holen wir uns wieder Fokus zurück. Sieht gut aus. Heftig. So feige bist du also. Vorwärts zum Hügel, Herr. Da stürmen sie die Römer. Deine Truppen. Legionäre, auf dem Weg. Gib mir die Standarte. Formation, zu mir. Wie war das nochmal? Konnten wir denn nochmal blocken? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ach, mit A gedrückt halten. Genau. Wir haben rechts und links. Okay, und das hinten rechts war mit dem Ziel von den Pfeilen. Wir warten noch die rechte ab. Dann gucken wir mal, ob wir was ein bisschen von denen verringern können. Und die letzten. Dass die trotzdem schießen, obwohl die Schilde oben sind. Nee, alle weg. Puh, ha. Und rein in den Tunnel. Schön vorsichtig. Oh. Einer weniger. Spießt ihn auf. Durchgang zur Rechten. Dann rollen wir uns da mal hin. Greift auf meinen Befehl hin an. Und wir gucken mal, ob wir den Typen finden. Ich muss mich beeilen. Sie können die Stellung nicht lange halten. Deswegen immer noch das Symbol. Oh, was ist das denn hier? Ein heiliges Grab? Ist doch bestimmt hoch.
Sieht schon echt schick aus. Gibt's so ein kleiner Gang hier. Können wir uns ranschleichen? Können wir. Schnappen wir uns mal so ein Fass da. Jungs, ich glaube, euch wird das nicht gefallen. Oh. Ah, kann ich nicht runter? Zu mir, Männer! Helfen wir unseren Männern mal ein bisschen hier im Kampf. Können wir nicht eine Doppelhinrichtung machen? Können wir. Oh, da kommen viele. Zu viele. Weg mit dir. Haben wir denn noch einen? Tschüss. Von hinten? Heben dem Jungs! Muss ich ihn jetzt alleine machen oder was hier? Warum ist denn das Pfeilsymbol da immer noch oben? Ist wohl buggy. Ich hoffe, das verschwindet irgendwann nochmal. Nein, es bleibt sogar in den Videos. Na toll. König ab! Dann holen wir uns das mal eben kurz. Machen wir das neu. Wie könnt ihr es wagen, dort zu So, jetzt ist der Fehler weg. Ihr entweiht unseren Tempel mit eurer Anwesenheit. Wachen! Fasst sie! Männer, schützt euren König! Was mache ich mit euch? Stell das habe ich entschieden. Gesundheit haben wir genug. Fokus brauchen wir. Der Hades hat einen. Was mache ich mit euch? Der Hades harrt deiner. Kann ich denn nicht zwei hinrichten gleichzeitig? Geht. Das ist ja geil. Ich das mit euch beiden jetzt auch mal probieren. Ach, wir haben eine Gesundheit von den Römern. Komm, ich sag das doch gleich.
machen wir uns das mal ein bisschen schneller, nämlich hier. Falsche Richtung geschlagen. Lauf weg, solange du noch kannst! Genau, Vergeltung ist nah. Aber nicht mehr heute und nicht für euch. Schlag. Herr, wir erleiden Verluste. Die kann ich anscheinend nicht gleichzeitig machen. Macht aber nichts. Kriegen wir auch so hin. Sollte auch mal wieder blocken. Klappt's auch mit der Hinrichtung. Puh, wer ist er denn? Mal ganz schnell zu dem anderen und uns auch ein bisschen Leben abholen. So, schickst du jetzt deine anderen Männer? Oder was machst du? Sie. Ergib dich! Oder deine Familie wird ausgelöscht. Sofort! Genug! Ja, was habt ihr euch dabei gedacht? Bei den Göttern. Wir kämpfen für den Ruhm Roms. Doch was für ein Ruhm ist das? Die Briten werden niemals Frieden mit uns schließen, wenn wir sie so behandeln. Das müssen Prätorianer gewesen sein. Freunde Roms, ich präsentiere Basilius, Sohn des Kaisers. Vitalion! Glückwunsch zu deiner sicheren Ankunft. Nur ein wenig später und du hättest den ganzen Spaß verpasst. Ich hoffe, deine Reise war nicht allzu beschwerlich. Herr, ich würde gerne... Meine Prätorianer übernehmen. Wachen, ergreift den britischen Abschaum. Eure Hoheit, ich muss protestieren. Falls du es nicht bemerkt hast. Mein Bruder Commodus wird noch vermisst. Ich werde herausfinden,
was diese Wilden mit ihm gemacht haben. Wir Briten lebten in Frieden unter dem alten römischen Häuptling. Aber dieser Häuptling Commodus, Sohn eures Königs, ist böse. Er verdient das Schicksal, das er jetzt erleidet. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ihr Briten scheint wohl nicht so zu lieben, wie wir Römer es tun. Deine Tochter? Sie ist wunderschön. Geht so. Peitscht sie aus, bis er redet. Oder sie stirbt. Was immer zuerst eintritt. Nein! Nicht, Harry! Du fragst es! Du wagst es. Ich bin der Sohn des Kaisers. Und ich tue, was immer ich will. Bitte! Nein! Bitte! Verschont sie! Ich sage euch alles! Häuptling Commodus wurde an den gehörnten König im Norden verkauft. Hinter dem Wall. Bitte, lasst meine Tochter gehen. Ich flehe euch an. Seht ihr? Es gibt nur eine Sprache, die diese Menschen verstehen. Die Sprache der Gewalt. Ihr werdet euren Häuptling in der Dunkelheit hinter dem Wall finden. Wo bedrohliche, karge Berge aufragen, über schwarzen, endlos tiefen Seen. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausen dort. Von denen, die dorthin ausziehen, kehren nur wenige zurück. Oh, wie aufregend. Vitalion, ich habe eine Mission für dich. Führe deine Männer nach Norden zu den bedrohlichen Bergen. Und bring meinen Bruder zurück. Wachen, sperrt die Gefangenen ein. Die Männer bereit machen! Ihr habt den Kommandanten gehört! Bereit machen zum Abmarsch! Centurio! Formation, Männer! Und keine Rumpf! Wir marschieren gen Norden. Ja, Herr! Vitalion führte unsere Truppen weiter gen Norden über die Grenzen unseres Reiches hinaus bis ans Ende der Welt. Wir kämpften gegen Krieger, die mehr Tier als Mensch waren. So fürchterlich, dass selbst Roms Elite-Legionen sie nicht befrieden konnten. Oswalds unheilvolle Worte verfolgten uns, als wir immer tiefer in die unerbittliche Dunkelheit marschierten. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausten dort. Von denen, die sich dorthin wagten, kehrten nur wenige zurück. Diese Festung, Glotzsprung. Angeblich ist es ein Tor direkt zum Hades. Ein Ort voll Feuer und Tod. Ich fürchte, das, was hier am Rande der Welt passiert, auch Rom selbst bald erreichen wird. Konstrukteure, weicht die Fälle ein. Antonius die Stränge. Otto, sicher die Balken. Wir rücken zur 10. Stunde aus. Ja, Herr.